Ja, man fühlt sich schon gut eigentlich. Siehst du selber in diesem Foto? Ja, mal. Doch, das bin ich, ja. Schon? Ja. Das Ereignis hier ist ja das allererste Mal das Ereignis von zwei Deutschen. Die sind offensichtlich seelenverwandt. Der eine hat seinen Krachen im Schwarzwald verschlagen. Der andere Deutsche, der ist in St. Martin gekommen, vor rund einem Jahr. Der erste im Schwarzwald, der Jochen Scherzinger, steht heute im Zentrum mit seinen Arbeiten da. Der André Riele ist der, der die Idee hatte, man könnte doch diese Art von Designkunst, von Fotokunst, könnte man in der Region präsentieren. Und das Schöne an diesem Anlass heute, das freut mich natürlich als ehemaliger Präsident der Bahnen, dass da die Vernetzung nicht nur unter den Deutschen stattgefunden hat, sondern die Vernetzung auch in der Schweiz mit den Pizzolbahnen und mit dem Klaus Nussbaumer ist ja Österreich gerade auch noch eingebunden. Ich habe mir sagen lassen, ein Schlüsselbild sei das. Am liebsten hätte ich jetzt, wenn der André mit zwei Sätzen laut für alle hörbar schnell Bedeutung von dem Bild seid im Schwarzwald. Ja, das Schlüsselbild ist Kim, das ist eine Lebensgefährtin von Jochen Scherzinger. Und im Schwarzwald, Jochen hat ja quasi diese Fotokunst im Schwarzwald das erste Mal quasi zutage gebracht, diese Schwarzwaldmotive in den heutigen Kontext zu setzen. Und sie mit ihrem Gesicht war quasi so der, wenn ich es richtig sage, Jochen, das war wohl das Motiv, was auch bis heute immer noch am meisten Interesse erweckt. Die Kim mit dem Bollehut im Schwarzwald, das ist eigentlich ungeschlagen. Und jetzt freut es mich natürlich, dass sie auch hier dabei ist und in einer Walzertracht hier am Pizzol oben hängt. Ne? Danke, André. Mein Favorit aus dieser Palette ist natürlich das Bild. Und zwar, bevor ich gewusst habe, wer das Model war, war das mein Favorit, weil ich so gefunden habe, das Gesicht, der Blick, schauen Sie das einmal an und überlegen Sie sich doch selber, was sagt das aus? Was sieht man, was sieht man in diesem Bild im Gesicht der jungen Frau? Aufrecht, sie blickt auf Augenhöhe, nicht von oben herab, nicht unbedingt sorgenlos, vielmehr fragend, dezenter Schmuck im Ohr und in den Haaren, alles andere als Puppe, Respekt erheischend. Schlichtes Kleid, man fragt sich, handelt es sich um einen Videostil aus einem Film, aus früheren Zeiten. Wer ist die Frau überhaupt? Die Frau steht da, das ist Lorena Ritter. Und Lorena ist eine ganz fleissige, intelligente, immer noch Schülerin, Studentin. Tolle Sportlerin. Und sie hat den Sommer auch ausgeholfen im St. Martin im Service. Und ich habe sie nicht auf Anhieb natürlich erkannt, aber als ich dann das gehört habe, gefunden, das ist eine wunderbare Folge von deinem Engagement. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich kann sagen, ihre Familie ist seit vielen Jahren tun sie Alpen auf der Bad Ragazzer Alp Brändlisberg. Das ist die Familie Ritter. Ist im Kalfeisental neben der Malanser Alp die schönste Alp, aber auch eine strenge, bis man da oben ist. Also es hat, die Alp hat keine Zufahrt. Zurück zur Kunst, die wir hier sehen. Wenn man auf die Webseite von Jochen Scherzinger geht, dann sieht man sofort, dass er einen Spagat versucht. Der Spagat zwischen Alt, Vergangenheit und Moderne. In diesen bisherigen Arbeiten, die ich jetzt auf der Webseite gesehen habe, tut er sehr häufig
in die Archivkiste greifen. Fotoarchivkiste. Und setzt alte Fotos dann in einem modernen Designumfeld um. Also seine T-Shirts habe ich mir sagen lassen. Und die Produkte aus diesen alten Fundus, das ist modern und schick geworden. Eigentlich das Thema, das wir in der Schweiz, vor allem im Tourismus, natürlich sehr gut auch brauchen können. Also Erneuerung, die da gefragt ist. Darum nehme ich an, hat der André auch ein gutes Gespür gehabt, dass er den Jochen da in die Schweiz geholt hat. Es sind Archivfotos, wo zum Teil verfremdet werden und zum Teil eins zu eins umgesetzt werden. Da macht er meines Erachtens das Gegenteil. Da setzt er den modernen Mensch in die Vergangenheit und erforscht oder deutet an, wie es echt könnte sein bei diesen Walser oder bei diesen früheren Leuten hier in den Alpen. Das ist ein Tracht oder ein Kleid, das ist ein bisschen die Frage, wo ist die Grenze zwischen Tracht und Kleid. Ein Kleid aus dem Fundus von einer Theatergruppe in Grüsch, das andeutet, es ist ein schlichtes Kleid, das die Bauern hatten. Man darf davon ausgehen, dass die Walser wahrscheinlich keine Trachten hatten, weil die Walser sind arm waren. Die Tracht ist eigentlich in der Regel schon ein Zeichen von bäuerlichem und landwirtschaftlichem Reichtum. Da haben wir aber eben eine schlichte, einfache Bekleidung, wo moderne Menschen, wir haben es gehört vorher, dort hinten ist Anne, Frau von André, und andere Leute, die in dem Fotoshooting im St. Martin engagiert waren. Ich stelle bewusst ein bisschen Frauen im Vordergrund stellen. Weil ja der Titel da rein von der heutigen Ausstellung heisst ja Walser, Liebe, Freiheit, alles. Aber es hat dort schon Frauen und Männer gegeben. Gut. Und auch schöne Kühe. Das sind, die Walser sind ja auch sehr landschaftlich und viele Bauern, wie Sie eher gesagt haben, sind sehr verbunden mit der Landwirtschaft. Und ja, das ist es so. Wir gehen in den Täler rein, Sofiental, ins Pfalz rein, Obersachsen, Afers. Es sind halt überall dort, wo es noch Platz gab, wie er gesagt hat, wo die Romanen nicht schon gewesen sind. Und dann sind sie halt eher so in die Seitentäler reingegangen. Aber die Tradition und so weiter ist in diesen Tälern halt schon noch hochgehalten. Zum Beispiel Sofiental, das wir jetzt sehr gut kennen. Ja. Mit den Gebäuden, mit den Alpen. Und ja, da hat es viel Kultur, die man von den Walser nachlesen kann in diesen Dörfern. Und wo auch heute noch sehr gelebt wird. Du, Daniel, das Krönli, die Tracht, authentisch oder etwas Neues für dich als Walzer? Jetzt fragst du mich etwas. Ja, genau. Ja. Also Trachten ist heutzutage auch in den Walsergebieten schon Tradition. Aber dann hast du die Bündnertracht und so weiter. Aber von der Geschichte her kann ich es nicht beurteilen, ob die Trachten hatten oder nicht. Sie haben ja eher gesagt, wenn es eher nicht. Also war ein gewisser Standard, wenn es Trachten hatten, eher. Von Leuten, die ein bisschen wohlhabender waren. Ich kann es nicht beurteilen, ob die dort Trachten hatten oder nicht. Auf jeden Fall könnte man lange diskutieren und bei Zollhütte dabei noch etwas trinken und essen, oder? Ja, das ist so. Genau. Ja, ja. Und im Sommer Velofahren, genau. Biken, Wandern, Winter natürlich Skifahren. Super. Tädelweiss in ein Krönchen. Und in der Hand hast du was? Ja, ein Schädel. Hat es nicht fast ein bisschen geruset, wo der in die Hand nehmen? Nein. Super, hä? Nächstes Jahr wieder St. Martin oder ja. Dann Pizol? Nein, St. Martin. Jochen, sehr interessante Bilder hier in Pizol. Was ist das für eine Machart? Was es für eine Machart ist? Ja. Das sind Fotografien, aufgezogen auf eine Selbstklebefolie und in dem Fall jetzt aufgezogen auf eine Alu-Dibond-Platte. Und die Idee, die dahinter steckt? Also, meine, das fasziniert mich natürlich, gell? Sehr viele hübsche Frauen. Was steckt denn da für eine Idee jetzt dahinter, von deiner Seite her? Von meiner Seite, der andere ist auf mich zugekommen und hat mich darauf angesprochen. Ich habe ein ähnliches Prinzip im Schwarzwald am Laufen, mit Schwarzwälder Trachten.
Und dann war es ihm eigentlich ein Anliegen, das auch nach St. Martin zu holen. Und dann, ja, ich meine, wir Schwarzwälder, wir schwätzen nicht viel, wir machen einfach. Genau. Und du hast vorher die Bilder so ein bisschen angeschaut, hast geschaut, ob sie der Witterung standhalten, ob sie hebt oder ob sie beschädigt worden sind. Das ist noch heikel, gell? So in der Witterung drin, das Ausstellen. Nee, also das Format, also der Alu-Dibond mit dieser Selbstklebefolie ist eigentlich witterungsbeständig. Ich habe es nur nach Marke kontrolliert. Ach so. Ja. Ja. Ob es der andere richtig aufgehängt hat. Und da müssen wir klar sein, wir haben jetzt die drauf, gell? Du bist natürlich ganz etwas Spezielles, du bist ein Unikat, da hast wir hinten die Lerchenschale drauf und dann eben das Bild. Also es sind so ganz verschiedene Gegensätze in sich. Das macht wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen interessant, die Gegensätze, oder? Ja, ich meine, es ist letztendlich alles, was ich mache, ist eigentlich eine Kombination aus Tradition und Moderne. Also das versuchen wir eigentlich, da versuchen wir den Spagat hinzukriegen. Ja, André, im Hintergrund deine Frau. Die ist meine jetzt Frau. Im Moment nicht da. Warum? Leider nicht, nee. Ja, wir haben noch volle Saison, ne? Wir haben jetzt noch 14 Tage vor uns. Mitarbeiter gerade sind knapp natürlich, weil Saisonende ist und sie muss leider arbeiten. Ja. Du bist ja Deutscher, gell? Ja. Wir kennen natürlich Frauenrechte in Deutschland, aber deine Frau, also, wir sehen schon, die muss hart arbeiten, gell? Ja, das ist eine harte Geschichte in St. Martin. Die ist fürs Holz zuständig. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Wie gesagt, ich... Ich habe den Jorin ja im Schwarzwald schon kennengelernt und bin fasziniert gewesen von seiner Arbeit. Und durch das, dass er, wie der Bruno gesagt hat, dieses Walser-Thema ja auch ein Thema ist von uns aus Süddeutschland, aus dem Schwarzwald, habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine ideale Verbindung, dass man so Talpartnerschaft mit seinem hübschen Tal, Kalfeisetal, diese Walser-Bewegung einfach nochmal in Szene setzt, ne? Vielleicht auch moderne Szene setzt. Ja. Und das passt eh zusammen, gell? Also Berliner sagen immer, ihr da im Schwarzwald, die Süddeutschen, die gehören zur Schweiz, die wissen wir gar nicht. Wir sind nicht Dinge, Nordschweiz. Genau. Also du bist in St. Martin, also du bist da voll integriert, das passt dir. Genau, das passt. Also wir sind glücklich, es war zwar ist streng natürlich, ne? Saisonbetrieb, aber wir sind da richtig glücklich, das ist richtig schön da hin. Ja. Was hat deine Frau gesagt, dass du sie so ausstellst? Also eigentlich war sie überhaupt nicht begeistert, wie so oft ist von mit Frau wahrscheinlich, ne? Dass sie, wenn sie fotografiert wäre. Aber ich denke schon, dass sie jetzt auch stolz ist und schön ist, dass sie da ein Motiv ist. Ne? Man kann davon ausgehen, dass die Walserbewegung stark frauenprägt war und eben nicht nur eine Männerbewegung ist, wie man vom Begriff her würde ich sagen.